Er ist Vorsitzender des Fördervereins des Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt. Und Topf und Söhne hat ja eine, naja, nicht so rühmliche Geschichte. Topf und Söhne hat die Öfen für die Krematorien in den Konzentrationslagern gebaut. Und es gibt in Erfurt dort eine sehr gute Gedenkstätte, wo man sich Unterlagen anschauen kann, wo man die ganzen Hintergründe auch erfahren kann. Also lohnt sich, da mal hinzugehen. Ich übergebe an Rüdiger Bender. Vielen herzlichen Dank, Heide. Da sind die Zusammenhänge schon genannt worden, aber zuerst möchte ich meinen herzlichen Dank loswerden für diese ingeniöse In-Musiksetzung einer meiner Lieblingsdichterinnen. Es war einfach wunderbar, das ist wirklich sehr nah gegangen. Ich habe eben ein Schild gesehen, ich bin keine Extremistin. Ich muss warnen, ich bin ein Extremist, ich bin nämlich ein bekennender Menschenwürde-Extremist und als solcher selbstverständlich konsequent, aber auch friedlich. Ein anderes Transparent: Nächstenliebe verlangt Klarheit, Kirche gegen Rechtsextremismus, und das muss man hier auch mit ergänzen, Rechtsextremismus und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die hier aufgelistet sind. Und in dem Schild brauner Terror, und dann wird aufgezählt die typischen Sprüche, wer alles sozusagen zum Abtreten oder Abschießen freigegeben wird. Und genau das ist der Punkt. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist selbstverständlich Aufgabe und Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Aber wir müssen hier eine Kultur gelebter Unantastbarkeit der Menschenwürde auf die Beine stellen. Das heißt, wann immer irgendwer beleidigt, diskriminiert, ausgegrenzt wird, müssen wir aufstehen. Und das hat mit Auschwitz sehr viel zu tun. Fritz Bauer, der berühmte Frankfurter Generalstaatsanwalt, ohne den Eichmann nicht gefasst worden wäre, ohne den es die Auschwitz-Prozesse von Frankfurt nicht hätte geben können, hat das immer wieder betont. Und gerade damit auch die Lehren aus den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus gezogen. Wir alle haben die Bürgerpflicht zum Nein sagen. Und natürlich auch die Bürgerinnenpflicht zum Nein sagen. Und gerade Heide hat es ja betont, gerade sehr viele Bürgerinnen sind ja hier. Und ich kann mir vorstellen, auf der anderen Seite, bei denen, die da marschieren und das Marschieren lieben, wird das Verhältnis vielleicht etwas anders herum sein. Aber jetzt die Frage, wie gedenken wir der Ermordeten? Ich spreche nicht von Holocaust, denn ein Holocauston ist ein Brandopfer und Holocaustein heißt Brandopfer darbringen. Die Menschen in Auschwitz und in anderen Orten wurden aber nicht zur höheren Ehre einer Gottheit geopfert. Sie wurden ermordet und dann am Ende industrialisiert ermordet. Sie wurden, und da haben wir den Zusammenhang zu Topf und Söhne, sie wurden wie Vieh oder wie Industriemüll verbrannt. Es ging um die völlige Vernichtung. Und das ist kein archaisches Opferritual gewesen in irgendeinem archaischen religiösen Zusammenhang. Wir haben es mit der Moderne zu tun. Das ist die andere Seite der Moderne. Und deswegen müssen wir auch hier so wachsam sein. In den 20er Jahren oder auch noch den frühen 30ern verstehe ich alle, die sagten, dieser grassierende Wahnsinn, das wird doch in sich zusammenbrechen. Wir hatten, ich sehe Gudrun Kobal, am Samstag haben wir eine Versammlung in Erfurt gemacht und ihr Mann Detlef hat das kleine Marschliedchen von Erich Kästner vorgetragen. Ein wunderbarer Text, der so genau auf die Sügidas, Pegidas, Hogesas und wie sie alle heißen passt. Aber der Text endet damit, dass er 1932 sagt, der Tag wird kommen, an dem man sieht, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Das stimmt. Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Und da bin ich wieder bei Fritz Bauer.
Denn ein Staat ist kein Staat, der die Idee des Rechts aufhebt. Nicht nur Unrecht auch praktiziert, sondern die Rechtsidee aufhebt. Aber was mit diesen Leuten zu machen war, war der abermillionenfache Tod. Das heißt, wir können uns heute nicht zurücklehnen und wir müssen wissen, Bürgerpflicht zum Nein sagen heißt auch, je schneller und je früher man Nein sagt, umso effektiver ist es. Dann nehmen wir nämlich noch andere mit. Es gibt einen Prozess, wenn man über moralische Grenzen geht, landet man auf einer schiefen Ebene. Und dann wird es immer schwerer noch anders zu denken und umzukehren. Denn dann muss man plötzlich einsehen, wenn das ein Verbrechen ist, dann war es doch eigentlich schon eins, wozu ich nicht Nein gesagt habe. Und dann ist man in der Falle. Dann sind plötzlich auch die Leute, die 1933 noch nicht dabei waren, sind dann plötzlich die, die schweigen, die wegsehen oder sogar mitmachen, waren dann plötzlich die, denen es ganz recht war, wenn die ehemaligen Nachbarn 1942 hier in Thüringen in die Deportationszüge kamen. Weil sie zu sehen, hieß ja zu sehen, das eigene Versagen, nicht Nein gesagt zu haben. Deswegen herzlichen Dank für alle, die hier sind. Denn hier sind die Menschen, die Nein sagen gegen die Antastungsversuche der Menschenwürde. Und was wir in Erfurt am Erinnerungsort Topf und Söhne lernen können, ist, dass nachdem die Zeit der Ideologen, der Hassredner gewesen ist und sie Erfolg hatten, dann kommen auch die ganz anderen, die Spezialisten, die Experten. Also von drei Ingenieuren, die an diesen Projekten Leichenverbrennungsöfen, die Menschen wie Müll oder Tierkadaver verbrennen. Und dann aber auch die freiwillige Eigeninitiative der Optimierung der Gaskellertechnik. Dass dann plötzlich nicht 3 bis 4, sondern 8 bis 9.000 Menschen pro Tag in Auschwitz-Birkenau ermordet werden konnten. Und noch mehr Ofensysteme angeschafft wurden. Also nicht Befehl und Gehorsam und Angst, sondern Wettbewerb um die besten Lösungen mit der Konkurrenzfirma Cori innerhalb der Firma Topf und Söhne zwischen 2 Ingenieuren. Und von diesen 3 Ingenieuren war nur ein NSDAP-Mitglied, die anderen haben nie einen Aufnahmeantrag gestellt. Sie brauchten es nicht. Das heißt, man hat die Arbeitsteilung, da die SS in den Lagern und weltanschaulich trainiert. Und auf der anderen Seite Firmeninhaber, Manager, Ingenieure, technische Zeichner und auch Reisemonteure ganz unterschiedlicher Herkunft und auch politische Einstellung, die dann ihren Job machen. Und zeigen wollen, dass sie gut sind in dem, was sie machen. Denen es dann nicht um gut und böse, sondern um gut und schlecht, um diese Unterscheidung geht. Und das ist das Riesenproblem, was wir haben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Terror, diese Menschenverachtung, Menschenfeindlichkeit nie wieder in Positionen kommt, dass andere die Idee haben, da seien ja irgendwelche dann Karrieren mitzumachen. Wenn man dann die Technik dafür herstellt, wenn man sich dann bereit stellt mit seiner Professionalität. Und das sage ich eben auch mit Entsetzen aus dem eigenen Arbeitsumfeld, wenn man sieht, wie schnell die Universitäten umgekippt sind, wie froh man war, als jüdische, Linke und so weiter Kollegen plötzlich verschwanden und man in ihre Position einrücken konnte und wie schnell man dann bereit war, genau das zu liefern, was man an Ideologischem brauchte. Deswegen ganz wichtig, jetzt Nein sagen. Das macht es mir auch ein bisschen schwer, immer von Weltoffenheit, klar, buntes, weltoffenes Thüringen. Aber Toleranz ist eigentlich nicht genug und manchmal auch zu viel des Guten. Also ich bin als Asthmatiker tolerant gegen Raucher. Ich lasse sie rauchen und verlasse den Raum. Aber ich bin nicht tolerant gegen Rassisten.
Das geht nicht. Es darf keine Toleranz mit Intoleranz geben, sonst hebt sich eine tolerante Gesellschaft auf. Deswegen ist es auch kein guter Ratschlag, wie man oft hört, warum gehst du von einer Demo zur anderen, lass diese Idioten doch, die hören schon wieder auf. Nein, wenn die unsere öffentlichen Plätze wieder besetzen und andere sich daran gewöhnen, dass das eine Meinung ist, aber Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus jeder Art, all das, Homophobie oder jetzt dieser Islamhass, der von Pegida, Sügida und so geschürt wird, oder der Amerika-Hass, der von Pegada, Endgame und wie sie alle heißen, geschürt wird. Letztere ist übrigens nur eine klausulierte Form für den Antisemitismus, um den es eigentlich geht. Mit den Verschwörungstheorien, die da dranhängen. Das ist ganz egal. Das sind keine Meinungen. Da werden Menschen ausgegrenzt und sollen rechtlos gemacht werden und kein Bleiberecht hier haben. Das ist wichtig. Das heißt, wer immer attackiert wird, auf dessen Seite stehen wir. Und da sagen wir, je suis. Und dann ist man immer genau dann, wenn Nazis und die, die sich nicht zu schade sind, mit ihnen zu demonstrieren, vor Synagogen stehen, dann sind wir Juden. Wenn sie vor Muslimen stehen, dann sind wir Muslime. Wenn sie vor einer schwulen Bar stehen, dann sind wir schwul. Und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn sie vor Flüchtlingsheimen stehen, vor den Ärmsten der Armen, die ihr Leben gerettet haben, dann sind wir auch Flüchtlinge und erinnern daran, dass unsere Kultur ganz zentral eine Kultur ist, in der Flüchtlingserfahrung eine große Rolle spielt. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem die Weihnachtsbotschaft eine so wichtige und politische war wie in diesem. Dass man plötzlich erinnerte an Geburtstag und an eine heilige Familie, die dann sofort auf der Flucht ist und in Ägypten gerettet wird. Und dann plötzlich diese Obszönität, Bilder zu sehen von Dresden. Ich weiß nicht, ob die Sügidisten das hier auch machen. In Dresden haben die dann neonbeleuchtete Kreuze in Deutschland fahren, um gegen Flüchtlinge zu protestieren. Und das angeblich das Abendland zu verteidigen, von dem sie absolut keine Ahnung haben, denn Abendland ist ohne Morgenland, ohne Kulturaustausch nicht zu haben. Und Abendland ist genau diese Tradition. Herberget gerne. Erinnert euch daran, dass ihr Flüchtlinge gewesen seid. Das sind die großen Erzählungen, die wir aus der jüdischen Tradition haben. Auf der anderen Seite haben wir das philosophische Infragestellen, das kritische Denken statt verschwörungstheoretischer Konstrukte. Das haben wir sozusagen aus Athen mitgenommen und aus Rom haben wir die wichtigen Formen, gerade von Gesetzlichkeit, an denen weitergemacht werden muss. Und gegen die Pegadisten sage ich, aus Amerika haben wir die wunderbare Tradition des Civil Rights Movements. Martin Luther King, die war ja gerade. Das ist genau, und we shall overcome, das werden wir diesen Leuten auch wieder singen. Und dann ist Demokratie unbequem. Und so unbequem werden wir auch bleiben und das schulden wir. Auch und gerade den Opfern von Auschwitz und den anderen Lagern. Wir haben sehr viele Zeitzeugengespräche im Erinnerungsort Topf und Söhne. Und das haben sie immer wieder gesagt. Sorgt dafür, dass dieses zarte Pflänzchen Demokratie bewahrt wird und dass man sofort und immer Nein sagt, wann immer es angetastet werden soll. Und dazu brauchen wir genau solche engagierte Bürger und Bürgerinnen, wie sie hier stehen und die auch diese ganz Camouflage nicht mitmachen. Wir hatten in Erfurt Hardcore-Nazi-Hools, wir hatten Leute, die sagten Peace Man und gegen Gen-Food und sonst was, die wollten einen dann Free Hugs, die wollten einen küssen und umarmen, da musste man auf klare Abgrenzung bestehen, im nächsten Moment kamen die Schlägertrupps. Also diese und die marschierten dann am Ende schön zusammen. Dieses Spiel werden wir nicht mitmachen und wir werden dafür sorgen, dass wir Dinge beim Namen nennen. Ganz klar beim Namen nennen. Das ist nämlich das Wichtigste.
Und Namen nennen ist auch so eine Sache. Als wir uns für Topf und Söhne eingesetzt haben in Erfurt, wurde ich solch attackiert von einem Menschen, der dann mich anschrie, das sei doch nur eine ganz normale Firma gewesen. Stimmt. Und die machte genau dieses in der Normalität ihres Arbeitshandelns. Aber das sei doch nur lebloses Menschenmaterial entsorgt worden. Aber das ist genau die Perspektive, die man auch in den Akten findet. Und die zusammengehört. Die Hassreden im Stürmer und auf der anderen Seite diese kalte technische Beschreibung. Da wird etwas zum Menschenmaterial. Und auch in unserer Amtssprache müssen wir genau sehen. Wie wird umgegangen mit Flüchtlingen? Wie wird umgegangen mit Menschen? Und sorgen wir dafür, dass Menschlichkeit Einzug hält und dass wir darauf drängen und dass wir an der Seite von Menschen stehen. Aber dazu, Entschuldigung, braucht man auch ein eben nicht nur tolerantes Verhalten gegenüber denen, die das gefährden. Denen müssen wir rote Karte zeigen. Herzlichen Dank.